liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, GameMatico, und herzlich willkommen zu diesem kleinen Unboxing, denn es ist eine Lucky Bag, die ich nachträglich zum Weihnachten und Geburtstag bekommen habe. Also es ist eine 30 Euro Lucky Bag, enthält Waren mindestens von 45 Euro, und diese Wundertüte, das ist echt eine Wundertüte, ich weiß nicht, was drin ist. Diese Wundertüte sind gefüllt mit Produkten aus unserem Sortiment, zum Beispiel DVDs, Mangas, Figuren, Cosplay sowie Merchandise-Artikel. Aber was ich schon fühle, könnte Kuscheltier oder Kissen sein. Ich bin mal gespannt, was es ist. Ja, wie gesagt, ihr könnt noch bis nächste Woche Samstag bei meinem Gewinnspiel teilnehmen. Das Video dazu zu meinem 400 Abonnenten Spezial plus Gewinnspiel ist, werde ich euch eine Infokarte und eine Endkarte verlinken. Ihr wisst, wie es geht. Einfach bei EMP reinschauen. Da sich ein Artikel aussuchen im Maximalwert von 20 Euro, können auch zwei Artikel sein, es darf bloß nicht die 20 Euro überschreiten. Dann in diesem Video vom Quo Spezial, 400 Abonnenten Spezial plus Gewinnspiel, schreibt ihr in den Kommentaren einmal die Artikelnummer oder die mehreren plus Hashtag die Quo 400. Wie gesagt, ihr müsst mindestens 16 sein. Seid ihr jünger, fragt eure Eltern bitte. Maximalen Wert nur von 20 Euro. Und ja, das war's. Dann werde ich am 1. März die Auslosung vornehmen. So, wollen wir mal gucken, was in der Lucky Bag drin ist. Dann wollen wir mal. Die wollten meine Reaktion sehen und das Licht. Oh. Alter. Ein Moment. So, dann halt so. Ich musste jetzt erstmal kurz, ja, nicht. So, machen wir mal auf. Was bist du denn? Was bist du denn? Was bist du denn? Das bin ich draußen. Was bist du denn? Was bist du denn? Okay, ich weiß nicht, aus welchem Anime stammt. Wenn ihr das wisst, schreibt mir mal das in die Kommentare. Warte mal, steht hier drauf, was bist du? Okay, Projekt, was? Was bist du? Mal kurz aus dem Off hier, ihr habt meinen Nachflash ja gesehen. Ich habe herausgefunden, aus welchem Anime das Kuscheltier stammt. Und zwar aus dem Anime Love Live School Idol Projekt. Und ich habe, und die soll angeblich hier die hier darstellen, die Ellie. Eliza kommt von hin, von der Haarfarbe, von der Form, blablabla. Also es kommt schon hin, also das Kuscheltier stammt von diesem Anime, wo es darum geht, dass eine Schule geschlossen wird. Ich habe mal kurz nachgelesen, weil die kenne ich selbst nicht, und die wollen die Schule wieder berühmt machen, indem sie so ein Projekt starten. Naja, also jedenfalls nur zur Info, ich habe es rausgefunden, aus welchem Anime da stammt, aber trotzdem, das Vieh ist einfach nur so stumpf. Wie kann man so ein dummes Gesicht sehen? Weiter geht's. Du kriegst einen Ehrenplatz, allein für das. Guckt euch mal das Gesicht an. Okay, scheiße. Man weiß nicht, was in so einer Wundertüte drin ist. Wenn ich mir mal eine bestellen soll im Wert von 50 Euro oder 100 Euro, schreibt mir das mal in die Kommentare. Da bin ich mal gespannt. Aber das. Sorry. Gut. Ja. Ich heule. Gut, was haben wir noch drin? Oh.
Death Note CD. Musik-CD, das Ding ist, ich hab sie schon. Habe ich sie doppelt. Yay! Oh. Retro-Börse. Aufkleber. Okay. Wer kennt nicht den Schweißer Mann? Davon habe ich glaube auch schon eins, aber in anderer Form. Okay. Ich habe einen Dragon Ball. Mit der 2, 4, 6, 7 Sterne. Ich habe einen Dragon Ball. Mir fehlen nur noch die 6 Kugeln. Ey, wie geil das aussieht. Ich habe den Dragon Ball. Hup. Gerettet. Alter, das sieht ja echt nice aus. So, fehlen mir noch 6, dann kann ich mir einen Wunsch erfüllen. Shalom, denk dran. Na, roll nicht zu weit, roll nicht zu weit. So, und, und ein kleiner Pinstecker. Yeah. Mit den Worten Classic Gamer. Stimmt, also ich bei zurzeit zocke ich ja Metal Evil. Und das war's schon. Okay, das war die Lucky Box. Aber komm, ey. Das, die ist einfach nur zu geil. Alter Schwede. Wie gesagt, man weiß nie, was in der Wundertüte drin ist. Ich hab selbst einen Dragon Ball. Mir noch die 6, da kann ich mir Wunsch erfüllen. Alter, ey, ohne Witz, ey, das Gesicht. Oh. Okay, ja. Ich würde mal sagen, das war's auch von diesem Video. Wenn ich mir mal so eine Lucky Box bestellen sollte für 50, 60, 50, 80, 100 Euro, sagt mir mal in den Kommentaren Bescheid, dann mache ich das mal. Und dementsprechend sage ich mir mal, danke fürs Zusehen, zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal und denkt an mein Gewinnspiel, nehmt daran teil. In dementsprechend, euer Gamadico ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute, links auf der Säule die letzte Folge des Projekts, rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal, lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit einem Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein, in dem Sinne... Zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal.